Moin aus der CCM-Ernte. Wir sind wieder mit der Firma Klaas unterwegs und heute sitzt ein Digitalisierungsexperte der Firma Klaas neben mir. Das ist Malte. Moin Malte. Hallo Marie. Hi. Hi. Erzähl mal, was gibt es denn hier an dieser Maschine, an Digitalisierungsprozessen, das uns letztendlich als Landwirten oder Lohnunternehmern die Arbeit erleichtert? Also Marie, da gibt es jede Menge. Wir sehen hier zwei Bildschirme in der Maschine. Man kann unterschiedliche Einstellparameter fahren. Möchte ich entsprechend nach maximalen Durchsatz oder möchte ich nach minimalsten Kraftstoffverbrauch, führt die Maschine das automatisch durch. Mhm. Wie sieht das zum Beispiel mit Spurführung aus? Gibt es da auch Möglichkeiten? Diese Maschine hat das neue CMS 1200 verbaut. Das sehen wir hier oben in der Kabine. Ja. Das heißt also, hier kann der Landwirt im Vorfeld seine Flächen rausspielen aus seinen Fahrspuren. Man kann die aber auch im Terminal anlegen. Und neu ist eben auch, dass wir das mit Klaas Connect verbinden. Das heißt also, ich kann die Aufträge aus dem Büro direkt an die Maschine schicken. Mhm. Und der Fahrer weiß dann genau, wo er hinzufahren hat. Okay, das ist sehr cool. Gibt es das auch auf der Agritechnica zu sehen? Ja, das Thema Konnektivität wollen wir auf der Messe sehr intensiv spielen. Klaas nimmt es als Aufhänger und wir werden in der Mitte der Messe den Landwirten zeigen, was es in puncto digitale Lösungen bei Klaas gibt. Mhm, sehr cool. Ja, also ich komme auf jeden Fall am Stand vorbei in ein paar Wochen. Marie, ich zähle auf dich. Sehr gut. Moin aus der Körner Maisernte. Wir haben heute den Lexion 8800 im Einsatz mit einem 12-reihigen Maisgebiss. Das heißt, wir sind also mit der Firma Klaas unterwegs und zwar beim Gunnar. Wir beernten damit Roggenweizen, Gerste, Ackerbohne und den Körnermais. In der Sommersaison beernten wir ungefähr 700, 800 Hektar damit. Und in der Körnermaisernte sind das dann in der Regel so 1300 bis 1500 damit. Nicht schlecht. Das heißt, ihr seid viel unterwegs. Du hast aber natürlich auch einen eigenen Betrieb. Hohe Durchsatzleistung ist hier ein Punkt, der natürlich für sich spricht. Und die hohe Effizienz. Das heißt, wir haben hier auch eine CO2-Einsparung. Oder wie siehst du die Entwicklung der letzten Jahre? Wir versuchen hier die Kette, die Ernährungskette kurz zu halten. Das heißt, wir produzieren und verfüttern unser Getreide direkt. Für uns zählt in erster Linie natürlich Kraftstoffeinsparung im Zusammenhang mit höheren Durchsatzmengen, die wir eben in der Stunde erzielen können. Die Wetterlage ist ja hier oben im Norden ja auch immer sehr unterschiedlich und dann muss man sehen, dass man den Acker auch beräumen kann. Und wenn man dabei noch Kraftstoffeinsparungen dann tätigen kann, ist es doch super.